Sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie gegrüßt, vor allem die Webgemeinde. Ich heiße Daniel Trepsdorf, bin vom Regionalzentrum für demokratische Kultur der RAA. Wir haben hier ein ganz besonderes Format, diesmal im Schloss Ludwigslust angesetzt, wo wir mit 5 Kandidatinnen, Direktkandidatinnen für den Wahlkreis 12 in Mecklenburg unterwegs sind. Wir haben das Format angesetzt an der Schnittstelle zwischen einem analogen Treffen und den sozialen Netzwerken. Das heißt also, die vielen Fragen, die wir von unseren Schülerinnen und Schülern bekommen haben, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern, die sich für Politik interessieren hier im ländlichen Raum, die finden Sie dann unten eingeblendet im Facebook oder auf dem YouTube-Kanal. Wir hatten eine große Resonanz diesbezüglich bekommen, denn knapp 80 Fragen sind an uns herangetragen worden von Schülerinnengruppen, von Lehrerinnen, die sich im Sozialunterricht darum gekümmert haben, verschiedene Komplexe, die zusammengetragen wurden. Wir brauchen keinen Schirmherrn, denn wer einen Schirmherrn hat, der hat Sorge davor, nass geregnet zu werden. Da müssen wir sagen, obwohl wir jetzt die, glaube ich, stärksten Regenfälle in den letzten 10 Jahren hatten und jetzt rechtzeitig zu Beginn der Veranstaltung, die ja eigentlich ein Open-Air-Schreibtisch sein sollte, wir sind hier trotzdem im Schloss angekommen und freuen uns, dass wir hier bei einer guten Akustik miteinander ins Gespräch kommen können. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich Herrn Mohnstadt von der CDU entschuldigen. Es ist Sitzungswoche im Bundestag, viele werden das mitbekommen haben. Er war auch in der SVZ vertreten gewesen. Ich werde zu Herrn Mohnstadt nochmal extra fahren und ihn dann einfach ranschneiden an das Video, was dann im Multimedia-Format herangetragen wird. Herzlichen Dank auch an Herrn Krohn, den Schlossherrn hier vom Schloss Ludwigslust, dass wir bei ihm Unterschlupf finden konnten, obwohl es ja eigentlich vor dem Schlossplatz angedacht war. Ich begrüße recht herzlich Dennis Augustin von der AfD, meine Kollegin Konstanze Moritz, ebenfalls von der RAA, Herrn Walter von der Partei Die Linke, Frau Martina Tegtmeier von der SPD, Matthias Engling von Bündnis 90 Die Grünen und Herrn Steve Oettinger von den Liberalen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben und dass Sie hier aufgeschlagen sind. Deswegen haben wir insgesamt 6 Themenbereiche uns ausgesucht. Die würde ich noch mal kurz vorstellen. Wahrnehmung, Politik und Demokratie, Arbeit, Soziales, Rente, Themenbereich 2, dann der Bereich Bildung, Integrationspolitik, politischer Extremismus und zu guter Letzt Parteienwahrnehmung. Durch das Format werde ich Sie dann geleiten. Wir starten erstmal mit einer Kurzvorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten. Sie haben dafür 3 Minuten Zeit. Ich muss leider ein bisschen auf die Uhr schauen. Und wenn Sie diese Glocke hören, dann ist es langsam Zeit, zum Ende zu kommen. Wir werden verschiedene Fragekomplexe bearbeiten, haben uns gerade für dieses besondere Format entschieden, weil es in aller Regel gerade für Jung- und Erstwählerinnen nicht besonders attraktiv ist, sich in eine Podiumsdiskussion zu setzen. Und deswegen werden dann in entsprechenden sozialen Netzwerken die eigentlichen Diskussionen stattfinden. Ich würde sagen, wir beginnen einfach von links nach rechts durchgehend mit den ersten Selbstvorstellungen der Kandidaten. 3 Minuten sind Zeit. Mein Name ist Steve Oettinger. Ich bin der Bundestagsdirektkandidat und auch Listenkandidat für die FDP. Mein Schwerpunkt, und das ist vielleicht das, warum ich mich in die Bundespolitik einmischen möchte, ist insbesondere im Bereich Digitales und Medien zu sehen. Wir haben die aktuelle Situation, dass, und das beschäftigt mich wirklich und treibt mich um, dass die Große Koalition in der vergangenen Legislaturperiode einen Wust an Gesetzen, die die Bürger- und Freiheitsrechte eingeschränkt haben, beschlossen hat. Heute gerade erst das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, zusätzlich die Ausweitung der Kameraüberwachung, zusätzlich haben wir die Situation, dass die WhatsApp und so weiter, die Messenger-Dienste ebenfalls abgegriffen werden sollen. Und all das, ich verkürze das mal, im Rahmen der Terrorbekämpfung. Das glaube ich so nicht, zumal es tatsächlich auch Schwierigkeiten gibt, überhaupt seitens der Strafverfolgungsbehörden das Ganze auszuwerten. Die Vorratsdatenspeicherung musste jetzt ausgesetzt werden, weil es dort auch rechtliche Bedenken gibt, nicht nur vom EuGH. Trotzdem versucht diese Bundesregierung alles, um möglichst viele Daten in möglichst kurzer Zeit massiv abzugreifen, ohne überhaupt zu wissen, was sie damit tun sollen, was sie damit machen sollen. Und das finde ich höchst bedenklich. Dagegen werde ich natürlich politisch arbeiten, weil ich das sehr, sehr schwierig finde. Vielleicht, um das Ganze auch noch mal genauer zu beleuchten, man muss sich vorstellen, dass sich
wenn ich eben im Internet unterwegs bin, wenn ich solche Möglichkeiten habe, dass ich natürlich dann, letzt gerade beschlossen, mit dem Bundestrojaner ebenfalls überwacht werden kann. Der kann auf meinen Rechner installiert werden. Das könnt ihr einfach tun, zusätzlich zu der Tatsache, dass sie dann eben auch noch die Möglichkeit haben, auch Dateien auf dem Rechner zu installieren. Das finde ich auch höchst bedenklich. Am Ende des Tages wird es so sein, dass wir in den sozialen Netzwerken aufgrund von Algorithmen, das ist heute beschlossen worden, aufgrund von Algorithmen eine Löschung haben werden von unterschiedlichsten Sachen. Da wird nicht mehr wirklich geprüft, ist das rechtswidrig, ist das nicht rechtswidrig. Da hat Herr Maas sich sehr, sehr Mühe gegeben, dass das tatsächlich so läuft. Wir werden die Situation haben, dass es eine Dauerüberwachung gibt. Mittlerweile sind Handydaten in der Überwachung tatsächlich auch nicht mehr verhältnismäßig zu sehen. Wenn ich wegen einer Straftat 50.000 Handydaten auswerte, weiß ich nicht, wo das noch verhältnismäßig ist. Dagegen werde ich kämpfen, dagegen werde ich mich wehren. Dafür will ich eintreten. Plus die Tatsache, dass ich denke, dass Digitalisierung ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ist. Es geht bei Digitalisierung schon lange nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie. Und dementsprechend möchte ich mich da gerne engagieren. Insbesondere auch im ländlichen Raum ist das wichtig, denn hier gute Breitbandverbindungen zu haben, vernünftige Anbindungen zu haben, ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Und da werde ich für kämpfen. Und deswegen denke ich, als Kandidat passt das ganz gut. Und da werde ich mich einsetzen. Ja, wie Sie schon sagen, mein Name ist Matthias Engling, ich bin von Bündnis 90 Die Grünen, komme aus Grevesmühlen, geboren, Abitur gemacht und in Wismar studiert, bin studierter Wirtschaftsinformatiker, bin also dadurch beruflich quasi auch im Medien- und Netzpolitisch aktiv und bin zurzeit auch als Software-Ingenieur in Hamburg tätig und trete an als Direktkandidat, als auch als Listenkandidat für Bündnis 90 Die Grünen und neben dem thematischen Schwerpunkt, wo durchaus auch Medien- und Netzpolitik dazu gehört, ist für mich einfach wichtig, eine Politik wieder nah am Bürger. Wenn ich mit Bürgern spreche, dann habe ich ganz oft das Gefühl, dass die Bürger sich nicht mehr ernst genommen fühlen. Ihre alltäglichen Probleme kommen weder in Berlin noch im Schweriner Landtag richtig vor, auch in den Medien nicht. Und da sage ich, müssen wir wieder die Nöte und die Bürger ins Zentrum stellen und ihre Sorgen ernst nehmen und auch auf Augenhöhe diskutieren. Und schlichtweg die Probleme, die wir nachher vielleicht dann in den einzelnen Themen ansprechen, zum Beispiel Entwicklung ländlicher Raum, konkret ansprechen und die Leute ernst nehmen, abholen. Und das ist, glaube ich, so mein zentraler Punkt, die Leute ernst nehmen und wieder abholen. Herzlichen Dank, Herr Engling von Bündnis 90 Die Grünen. Ich begrüße auch recht herzlich Martina Teckmeier von der SPD. Frau Teckmeier, Sie haben es bestimmt gar nicht einfach gehabt. Sie sind ja quasi eingesprungen wie Jeanne d'Arc, als unsere Familienministerin Frau Schwesig jetzt zu einem anderen Amt berufen werden wird, höchstwahrscheinlich. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier und würde Sie bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, ich bin Martina Tegmeier von der SPD und ich kandidiere jetzt für den Wahlkreis 12. Nicht mehr nur, weil man mich darum gebeten hat und weil ich Jeanne d'Arc hier eingesprungen bin, sondern mittlerweile aus vollster Überzeugung. Ich habe Politik von der Pike auf eigentlich gelernt. Ich war lange Jahre Gemeindevertreterin, Kreistagsmitglied, bin Mitglied im Landtag und ich weiß, dass auf Bundesebene ganz viele Weichen gestellt werden, die halt sich auch unmittelbar auf die kommunale Ebene auswirken. Hier im Bereich Westmecklenburg ist es ganz dringend nötig, dass wir die Mobilität der Menschen im ländlichen Raum verbessern. Dazu gehört ein abgestimmtes Konzept für ganz Westmecklenburg. Und ich denke mal, auf Bundesebene gibt es da die Möglichkeiten, durch finanzielle Unterstützung mitzuwirken, dass die Mobilität bei den Menschen auch zur Verfügung steht. Weil das ist eine Zukunftsaufgabe, gerade bei unserer demografischen Entwicklung ist das nötiger denn je. Meine Herzensanliegen, die ich zurzeit mit mir herumschleppe und die ich unbedingt umgesetzt wissen möchte auf Bundesebene, ist, dass endlich die Kinderrechte in das Grundgesetz hineingeschrieben werden. Und eine zweite Herzensangelegenheit nehme ich mit, weil ich selber im Ehrenamt in der Opferhilfe arbeite, den Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe für Opfer. Das sind zwei meiner Herzensangelegenheiten, die bei mir ziemlich weit oben stehen, weil ich da halt sehr viel persönliche Erfahrung gesammelt habe. Herzlichen Dank, Frau Teckmeier. Wir kommen gleich weiter zu einem möglichen Koalitionspartner, sowohl im Bund als auch im Land. Herr Walter von der Partei Die Linke ist hier in Ludwigslust ebenfalls mit am Start. Willkommen, Herr Walter. Bitte stellen Sie doch mal kurz vor, was Sie umtreibt und welche wichtigen programmatischen Punkte Sie möglicherweise mit im Gepäck haben. Vielen Dank für die freundliche Ansprache. Ich heiße André Walter, ich bin 28 Jahre alt und kandidiere
das erste Mal in so einem Amt, in so einer Funktion für das Direktmandat im Wahlkreis 12. Ich bin Schweriner und studiere seit 5 Jahren in Wismar, und zwar Wirtschaftsrecht im Master, und habe im Prinzip das gleiche Problem wie viele andere in meinem Alter oder auch deutlich jüngere hier in dieser Region. Wenn Sie es dann geschafft haben zu einem Ausbildungsplatz oder einem Studienplatz und dieses Studium entsprechend oder dieser Berufsausbildung entsprechend erfolgreich absolviert haben, schweben Sie in einer gewissen Ungewissenheit. Ja? Dadurch, dass wir hier eine strukturschwache Wirtschaftsregion sind, sind in der Regel viele Junge, also die junge Generation in Gänze, das ist so zumindest meine Wahrnehmung, darauf angewiesen, ihre Heimat zu verlassen. Also im Prinzip, wir sagen immer, Mecklenburg-Vorpommern ist ein schönes Bundesland, da haben wir auch immer so einen schönen Slogan an der Autobahneinfahrt. Die Realität ist aber für die wesentlich jüngeren Menschen in diesem Land, und da beziehe ich das mal auf die Generation nach 1990, eine etwas andere. So viele demokratische Freiheiten, die im Prinzip unsere Eltern und die Generation davor errungen haben, so viele soziale Ungerechtigkeiten gibt es in Deutschland, die sich speziell auch in dieser Generation widerspiegeln. Also ganz klar im Prinzip auch, was ist meine Herzensangelegenheit für die Politik, und das ist die Generationengerechtigkeit. Ich finde es gut, dass wir beispielsweise im Bundestag den Beschluss der Koalition haben, dass es beispielsweise die Rentenangleichung gibt. Aber auf wessen Kosten? Das ist wieder der Punkt dabei. Sie geht zu Lasten der jüngeren Generation. Deswegen denke ich, dass die Politik der vergangenen Jahre, und das beziehe ich auch im Wesentlichen auf die Politik seit der Agenda 2010, die Zukunft einer ganzen Generation gefährdet. Und deswegen denke ich, es ist Zeit, dass die Menschen, die für die Rente aufkommen sollen und die den Frieden in der Welt bewahren sollen, auch selbst die Politik in die Hand nehmen sollen und sie selbst und aktiv gestalten sollen, eingehen. Vielen Dank, Herr Walter, für die Ausführungen. Ja, mein Name ist Dennis Augustin, ich bin 46 Jahre alt, bin von Beruf Architekt, bin selbstständig und bin wahrscheinlich der hier am jüngsten in der Politik ist. Ich bin also vor einem Jahr in die Politik gegangen, und das aus einem ganz persönlichen Antrieb. Ich habe sozusagen die Flucht aus dem Westen angetreten, weil mein Sohn in diesen Zuständen nicht leben sollte. Jetzt stelle ich also fest, dass die Zustände hier so langsam ähnlich werden, und deshalb habe ich mich entschlossen, in die Politik zu gehen und mich zu wehren. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute das Thema mal Jung und Erstwähler haben. Denn was ist denn die zentrale Gefahr für die Zukunft der jungen Menschen? Das ist aus meiner Sicht die schleichende Islamisierung dieses Landes. Wir erleben, der Staat verliert in Teilbereichen die Kontrolle über sein Staatsgebiet. Es entstehen rechtsfreie Räume, und die Altparteien sind weder willens und offensichtlich auch nicht fähig, dieses Problem zu lösen. Dafür tritt insbesondere die AfD an, dafür setze ich mich ein. Und die Altparteien haben darüber hinaus diesen Staat wirtschaftlich an den Abgrund geführt. Der Staat ist mit über 2 Billionen Euro verschuldet. Ich bin mal gespannt, vielleicht werden wir das heute im Laufe der Diskussion noch mal erfahren, wie die Altparteien sich vorstellen, was sie den Jungwählern erzählen, wann diese Schuld getilgt sein wird, welche Generation der Jungwähler da den letzten Euro bezahlen wird. Und dann das, was Herr Oettinger vorhin angesprochen hat, es wird sukzessive Rechtsstaatlichkeit und Freiheit abgeschafft. Wir haben das heute erlebt. Das Gesetz, was da durchgepeitscht wurde, mal eben parallel zum Fußballturnier, hat gar keiner so richtig mitbekommen. Das ist die schrittweise Abschaffung der Meinungsfreiheit. Das erleben wir in ganz vielen Bereichen. Und wir erleben auch gerade als AfD immer wieder in den Gesprächen mit den Menschen, man hat Angst, etwas zu sagen, man hat Angst, sich kritisch zur Politik der Altparteien zu äußern. Und da werden wir uns gegen einsetzen. Ja. Wir kommen zum Hauptblock unsere Diskussion am heutigen Tag. Erstmal vielen Dank an alle Beteiligten. Sie haben sich gut in die Zeit gehalten. Wir sind voll im Zeitplan. Wenn Sie da mal schauen, wie der Open-Air-Schreibtisch strukturiert ist, wir sind jetzt bei der Beantwortung ausgewählter Fragen. Ja? Also Sie müssen sich vorstellen, knapp 80 Fragen sind hier eingegangen von ganz unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürgern, Schülerinnen und Schülern.
Wir können nicht alle Fragen abhandeln, das hatte ich eingangs kurz schon mal gesagt. Wir haben also die wesentlichen Kategorien herausgenommen, die Themenschwerpunkte, zu denen wir Fragen bekommen haben. Das ist einmal Wahrnehmung Politik, Arbeit Soziales, Rente, Bildung, Integrationspolitik, politischer Extremismus, Parteienwahrnehmung. Wir haben uns überlegt, es überfordert einfach ein Multimedia-Format, wenn jetzt jeder zu jeder Frage etwas sagt. Deswegen werden wir eine kleine spielpädagogische Übung mit einführen. Ja? Das macht das Ganze auch abwechslungsreicher. Sie, wir haben hier einen Klammersack. Ja? Da sind 5 Klammern dran. Sie müssen aber nicht denken, dass wir jetzt mit dem Klammersack gepudert sind oder sowas. Wir wollen das Ganze bloß straffen und möglichst kurzweilig gestalten. Es sind 3 blaue Klammern hier drin und 2 grüne. Ich würde ganz herzlich Frau Tegmeier bitten, meine Assistentin zu sein. Nicht als Maren Gilzer, sondern als emanzipierte Frau, die hier im Land unterwegs ist, schon seit einiger Zeit. Die, die eine grüne Klammer gezogen haben, können die sich gerne ans Revers machen. Wichtig ist bloß, dass sie am Ende wieder in diesem Beutel hier landet. Die dürfen sprechen. Die anderen 3 müssen leider zu diesem Punkt schweigen. Wenn Sie aber sagen, mein Gott, Corrigère, La Fortune, das Glück war leider Gottes nicht auf meiner Seite gewesen, dann haben Sie die Möglichkeit zu intervenieren. Wenn Sie sagen, mein Gott, ich wurde nicht gezogen, ich habe nicht die richtige Karte gezogen, die richtige Klammer, ich habe aber meine Vetokarte, dann können Sie die Vetokarte einsetzen und können sich zu dem Themenkomplex äußern. Das heißt aber, dass Sie nur eine Vetokarte haben für alle 6 Themenkomplexe. Sie sollten aber bestenfalls gut überlegen, wo Sie Ihr Veto einsetzen. Es darf nicht getauscht werden, nicht verkuppelt oder gegen andere Karten eingetauscht werden. Vielleicht werde ich noch mal ein bisschen länger runter. Genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns schon beim Cluster 2. Der dreht sich um Arbeit, Soziales, Rente. Annette fragt Folgendes, Zitat, wie wollen Sie Einfluss auf die Rentenpolitik nehmen, damit ein Rentner nach seinem Arbeitsleben nicht unter der Armutsgrenze liegt und sein Rentendasein in Anführungszeichen nicht genießen kann, sondern sich einen Hinzuverdienst suchen muss? Diese Frage ist auch für die heutige Jugend, für die junge Generation relevant. Denn die zukünftige Rentnergeneration wird das auf keinen Fall, sondern laut Prognosen eher schlechter haben, da ja der Anteil an der älteren Bevölkerung stetig wächst. Ja, zum einen würde ich mich dafür einsetzen, dass wir das Rentenniveau erstmal halten, also es nicht weiter absenken. Ich denke, das ist schon ein ganz wichtiger Schritt. Dann muss ganz klar sein, wir brauchen eine Rente, in die alle einzahlen, nicht nur ein Teil der arbeitenden Bevölkerung, dass die gesamtgesellschaftlich quasi finanziert wird. Und sicherlich braucht es dann auch Steuergelder, um das weiter zu finanzieren, keine Frage. Aber ich denke, nur so können wir ein Rentensystem schaffen, das quasi auch zukunftsfähig ist. Denn wir haben den demografischen Wandel und wir sehen die Probleme. Und da müssen wir natürlich schaffen, dass wir Arbeitsbedingungen schaffen, bei denen Menschen auch genug verdienen, damit sie letztendlich nicht Angst haben müssen, in eine prekäre Situation in der Rente zu kommen. Das heißt, denn Jobs mit Mindestlohn werden nicht reichen, da brauchen wir höhere Einkünfte. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen, die letztendlich gut bezahlt sind, also für Facharbeiter. Und das brauchen wir dann dementsprechend auch die gute Bildung für alle und nicht nur für die wenigen, die aus einem guten akademischen Haushalt kommen. Ja, also eine Koalition zwischen Grünen und SPD würde auf jeden Fall schon mal super klappen, was diese Frage angeht. Nämlich da haben wir relativ gleiche Ziele, die Pflichtigen auf breitere Beine stellen, also mehr Einzahler in die Rentenkassen, wo das Rentenniveau nicht nur stabilisieren. Zwar ist das in unserem Wahlprogramm, ist das auch als Ziel ausgegeben. Ich persönlich finde, aber wir müssen sogar wieder mindestens auf 50, wenn nicht darüber, als Zielmarke irgendwann perspektivisch angehen, weil auch 50%, jetzt sind wir ja schon drunter, wenn das so weitergeht wie jetzt, geht das so noch bis auf 43% runter. Ich glaube, für die Löhne in Mecklenburg-Vorpommern ist das absolut nicht tragbar. Diese Frage erreichte uns tatsächlich aus einem Kinderparlament, einer großen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Und zwar, wie weit ist es in Mecklenburg-Vorpommern mit der Umsetzung der Inklusion an Schulen, fragt Rieke. Inklusion.
Also ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht sagen, wie viele Plätze es gibt in diesem Bereich, die diese Anforderungen erfüllen. Ich selber bin der Meinung, dass man das Thema Inklusion schon mit der nötigen, ich will nicht sagen Zurückhaltung, aber mit der nötigen Sensibilität angehen muss. Denn das, was im Moment praktiziert wird, dass Inklusion also um jeden Preis durchgeführt werden soll, führt letztlich dazu, dass keinem geholfen ist, weder den behinderten Kindern noch den anderen Kindern. Denn das Entscheidende ist, dass das Lernniveau so ist, dass wir Kinder ausbilden, die am Ende auch entsprechend im Beruf vorankommen können. Und ich erlebe als Arbeitgeber immer wieder, dass wir Auszubildende oder Studenten bekommen, die heutzutage nicht mehr richtig lesen und schreiben können. Und das muss das vordringliche Ziel sein. Also Inklusion nicht um jeden Preis, sondern da, wo es angemessen ist, wo es passt, ja, aber immer vor dem Hintergrund, immer mit der Maßgabe, dass beide, sowohl die Behinderten als auch die Nichtbehinderten, eine vernünftige Bildung bekommen können. Nochmal zum Thema Inklusion dann bitte, Herr Walter. Also ich finde es sehr interessant und ich finde es auch sehr bemerkenswert, dass aus dieser Struktur diese Frage kommt. Es ist ein klassisches Landesthema, von daher hätte ich das Veto von Frau Tegtmeier mir sehr gewünscht an der Stelle. Aber es ist natürlich, aber es ist interessant, dass wir als Kandidaten zur Bundestagswahl mit dieser Frage konfrontiert werden, weil es ist anscheinend eine gesamtgesellschaftliche Frage und Debatte. Wenn man sich mit den Betroffenen unterhält und mit den entsprechenden Strukturen in der Politik, heißt es, die Idee ist fantastisch, denn es ist ja auch aus den Vereinten Nationen eine klare Konvention, die wir umsetzen müssen hier. Das Problem ist aber, die Umsetzung ist miserabel. Ja? Wir wollen, dass Menschen mit Handicaps und seien es nur Lernschwächen, aber auch gerade die körperlich Eingeschränkten, genauso die gleichen Teilnehmerchancen und im gesellschaftlichen Leben und im Bildungssystem haben. Wir haben aber nicht die Kapazitäten, es umzusetzen. So, und wir sind schon immer Schlusslicht in der Bildungslandschaft gewesen, trotzdem, dass wir sagen, pro Kopf ist das auch immer ganz viel Geld, was wir hier im Land ausgeben. Nein, wir hängen immer hinterher und das Ergebnis sind eben die Fachkräfte, die im Land fehlen, die Wirtschaft, die an vielen Stellen nicht ausreichend bezahlt und das trifft am Ende auch diejenigen, die eben mit Handicaps leben müssen. Wir brauchen Chancengleichheit im Land und da haben wir ganz viel Potenzial, was nicht ausgeschöpft wird. Danke, Herr Walter. Integrationspolitik. Sabine, die Lehrerin einer 9. Klasse, hat Schülerfragen zum Thema gesammelt. Die Frage, die viele Schülerinnen und Schüler umtreibt, ist, Zitat, wie soll die Flüchtlingsfrage mittelfristig geklärt werden? Viele erhalten Unterstützung vom Staat, obwohl sie nicht arbeiten. Ist die Integration nicht bereits als misslungen zu bezeichnen? Und wie kann Integration gelingen? Ja, dem kann man nur zustimmen. Also die Integration ist krachend gescheitert. Wer sich das Verfassungsreferendum in der Türkei ansieht, wie die hier lebenden Türken abgestimmt haben, der muss konstatieren, die Integration ist grandios gescheitert. Die Menschen, die sind im Grunde genommen überhaupt nicht bereit, unsere Regeln, unsere Werte zu akzeptieren. Und deswegen werden wir das Flüchtlingsthema auch nicht lösen können, indem wir alle aufnehmen und alle integrieren. Wir müssen den Großteil, alle die hier illegal sich aufhalten, zurückführen. Und diejenigen, und wir, wenn wir Zuwanderer aufnehmen, dann müssen die nach unseren Regeln hier leben, dann müssen die nach unseren Werten hier leben. Wir können keine Parallelgesellschaften zulassen und wir können auch keine Zuwanderung in die Sozialsysteme akzeptieren. Ja, also meiner persönlichen Erfahrung widersprechen diese Aussagen zutiefst. Ich habe mich sehr viel mit der Flüchtlingshilfe beschäftigt und auch mit Asylfragen beschäftigt. Und die Situation, dass viele Menschen hier nicht arbeiten, das liegt nicht an dem mangelnden Integrationswille und nicht an der Akzeptanz unserer Regeln, die in den allermeisten Fällen gegeben ist. Und das liegt ganz einfach daran, dass
noch nicht genug Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden und dass die Sprachprobleme noch nicht bewältigt sind, dass nicht genügend Sprachkurse da sind, dass diese Menschen, die ein Bleiberecht haben, diese auch besuchen können und dann auch in die Betriebe gehen können. Das ist ein Entwicklungsprozess. Man kann nicht von einem Jahr aufs andere die Leute so weit kriegen, dass sie voll integrationsfähig sind und die deutsche Sprache wunderbar beherrschen. Zum Thema Integration, gescheitert oder nicht und wie können wir sie umsetzen? Ja, ich muss auch mal Herrn Augustin ein bisschen widersprechen. Also Cem Özdemir, der Spitzenkandidat der Grünen, mein Kandidat quasi, ist selbst mit türkischem Migrationshintergrund. Er ist ein Beispiel, dass Integration erfolgreich sein kann. Und ich glaube, ein ganz großes Beispiel, was wir alle kennen, ist unsere Fußballnationalmannschaft. Die zeigt auch, dass Integration funktionieren kann. Aber natürlich haben wir viele Probleme. Wir haben in der Vergangenheit auch ganz oft versäumt, Menschen zu integrieren in unsere Gesellschaft. Da müssen wir nachziehen. Das fängt schon an bei Flüchtlingen, die einen Antrag stellen. Die müssen teilweise ein halbes, ein Jahr warten, bis sie einen Flüchtlingsstatus bekommen oder bis sie einen Bescheid bekommen. Und derzeit finden sie auch keine Arbeit, weil niemand gibt ihnen Arbeit, wenn er nicht weiß, ob der Flüchtling in einem halben Jahr noch da ist oder nicht. Und wir brauchen auch endlich ein ordentliches Einwanderungsgesetz für die Menschen, die gar nicht aus Asylgründen zu uns kommen, sondern wirklich hochqualifiziert sind, sich integrieren wollen oder schon integriert sind und quasi einen Spurwechsel brauchen. Also einfach eine legale Einreisemöglichkeit, um hier zu leben, hier zu arbeiten, Steuern zu zahlen. Die Zeit ist ein ganz entscheidender Faktor. Es ist tatsächlich so, nach der Antragstellung vergeht einfach zu viel Zeit, in denen Geflüchtete keine Möglichkeit haben, zu arbeiten oder sich auch weiterzubilden. Dann ist das zweite Problem, die schlecht evaluierten Sprachkurse, die es gibt, teilweise mit großen Schwierigkeiten. Das hat ja nur als letztes auch der Bundesrechnungshof sehr deutlich kritisiert. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass man den Leuten auch eine Perspektive gibt, dass man Möglichkeiten einräumt und natürlich die deutsche Sprache. Das ist ganz, ganz wichtig. In diesem Kontext müssen wir an diesen Bemühungen weiter arbeiten und das sehe ich tatsächlich mal, was selten passiert, genauso wie die Grünen bzw. die FDP. Wir brauchen ein funktionierendes Einwanderungsgesetz, um eben auch um die besten Köpfe in der Welt zu konkurrieren oder konkurrieren zu können. Das ist derzeit nämlich nicht der Fall. Aber zum Thema politischer Extremismus kann ich ein bisschen was beitragen. Also wenn ich mir ansehe, wie die AfD im Wahlkampf, und da kann man sich angucken, was in Schleswig-Holstein passiert ist, da habe ich also mehrere Kundgebungen besucht und mehrere Veranstaltungen, da treten die Altparteien als Extremisten auf. Die Schlägertruppen der Altparteien, die staatlich alimentiert sind, die stehen dort und schüchtern die Menschen ein. Das ist eine Gefahr für unsere Freiheit, für unsere Demokratie. Das sind die Altparteien und die finanzieren das mit ihrer fünften Kolonne. Aus Steuergeldern werden Schlägertruppen finanziert, die die Parteitage, die Veranstaltungen boykottieren und blockieren und die Menschen einschüchtern. Auch hier in Ludwigslust haben wir es gerade wieder gesehen, SPD und Linke in trauter Zweisamkeit vor dem Hotel. Das ist Terror, das ist Einschüchterung Andersdenkender. Also, das ist natürlich schon ganz interessant, wie Sie also da diesbezüglich den Bogen ziehen. Wenn man als Partei selber regelmäßig, ich sag jetzt mal nicht nur pikante, sondern wirklich menschenrechtswidrige Auffassungen vertritt, wenn man hetzt, wenn man Menschen diffamiert, wenn man Bevölkerungsgruppen diffamiert, dann zu sagen, dass man ach, das arme Opfer ist, finde ich tatsächlich grenzwertig und ist für mich in diesem Kontext mehr als schwierig und mehr als wirklich nicht nachvollziehbar. Also diese Räuberpistole von rechts hat mich doch jetzt echt verblüfft. Das war, fand ich ja schon dreist, muss ich sagen, die Altparteien zu bezichtigen, Schlägertrupps zu bezahlen. Also das ist abenteuerlich, kann ich da nur sagen. Sehr geehrte Damen und Herren, mir geht es vor allem um den Hass und die Gewalt, die sich seit der Herausforderung der Zuwanderung und Integration von Neubürgern bei uns breit macht. Eigentlich kann doch eine Gesellschaft, auch hier in Mecklenburg, nur dann funktionieren, wenn diese auf Empathie, Solidarität und gemeinschaftlichen Ausgleich setzt. Eine Gesellschaft, die aus Egoisten und Hasspredigern besteht, verdient den Namen Gemeinschaft nicht. Politik ist doch kein bloßes Füllwort für Verteilungskämpfe, sondern für Dialoge, Abwägungen und Entscheidungen, die Minderheiten nicht als Verlierer dastehen lassen, sondern ihnen auch eine Perspektive bietet. Ist die Demokratie nicht die Staatsform, in der ich auch als Minderheit ohne Angst leben kann, da ich als Minderheitenvertreter ebenfalls mitarbeiten und mitgestalten kann?
Bei der AfD scheint es mir, dass das Programm die Radikalisierung oder den Rechtsdrift der Partei hinter einem breiten Themenspektrum verbergen möchte. Ich höre auch von mecklenburgischen AfD-Politikern oft Provokationen und kalkulierte Grenzübertretungen. Die Diskussion der vergangenen Monate hat sich nach rechts verschoben. Ich hörte krude Thesen zum Schusswaffeneinsatz gegen Geflüchtete, zu geplanten drastischen Einschränkungen der Religionsausübung für Muslime in Deutschland und zu den rassentheoretischen Aussagen von Höcke und Co., denen in der Partei kaum widersprochen wurde. Daher nun meine Frage: Kann man auf diese Angst, diese pauschale Verunglimpfung von Minderheiten, auf diesem Hass eine Gesellschaft aufbauen? Ich denke, nein. Was sagen Sie dazu? Ich freue mich auf Antworten, Thorsten. Also ich kann die Sorgen überhaupt nicht nachvollziehen. Natürlich gibt es in einer Partei immer unterschiedliche Meinungen, aber dass die AfD nun ausgerechnet Hass schüren würde, das halte ich für geradezu absurd. Die Gefahr geht doch nicht von der AfD aus. Die AfD möchte diesen Zustand beenden, möchte diesen Zustand heilen, und vor allem tritt die AfD als einzige Partei für die Erhaltung von Meinungsfreiheit, von Pressefreiheit, von Rechtsstaatlichkeit ein. Herr Walter, geht von der AfD eine Gefahr aus? Panik, Entschuldigung. Also so wie ich das jetzt, das Statement wahrgenommen habe von Herrn Augustin, hat er eigentlich in die Kerbe geschlagen vom Fragesteller. Also das ist ja nur eine klare Taktik, dass im Prinzip mit gewissen Ängsten in der Politik gespielt wird und dass man so die politischen Debatten befördert und steuert. Also indem man eben Schwache in der Gesellschaft dazu ermuntert, auf die noch Schwächeren zu treten. Und das haben wir bei der Debatte um Einwanderung in Sozialsysteme. Und sehr oft sind Menschen, die selber schon am Existenzminimum stehen, sehr anfällig für diese Position. Aus völlig natürlichen Beweggründen, wie ich sie persönlich auch nachvollziehen kann. Aber das kann nicht Sinn und Zweck von Politik sein. Und wenn wir fragen, sind Minderheiten in diesem Land einer Gefahr ausgesetzt, dann muss ich ganz klar sagen, nein. Denn wenn ich mir die Millionäre und Milliardäre in Deutschland anschaue, und die sind im Prinzip in einer übersichtlichen Zahl, dürfen die seit vielen Jahren schon schalten und walten, wie sie es wollen. Dadurch, dass im Prinzip deren Steuervorteile in den letzten 15, 20 Jahren deutlich zugenommen haben, währenddessen wir so diesen Mittelstandsbauch haben, dass immer mehr bei den Leuten, die eben für wenig Geld, für mittelständische Gehälter arbeiten gehen, viel mehr aufkommen müssen. Ganz klar. Das Problem ist nicht schwarz oder weiß oder deutsch oder Ausländer, sondern das Problem sind Arm und Reich in dieser Gesellschaft, die eben Ängste mit befeuern. Und da müssen wir für gesellschaftlichen Frieden sorgen. Das ist auch im Prinzip die Hauptaufgabe der Politik. Politik im Interesse von Mehrheiten gestalten. Herzlichen Dank erstmal. Medienvertreter stehen ja auch noch zur Verfügung hier im Anschluss an das Gespräch. Ansonsten toll, dass Sie sich die Zeit für ein etwas besonderes, ein bisschen exotisches Format genommen haben. Alles Gute für Sie bei den anstehenden schwierigen Etappen im Wahlkampf. Und ja, möge die oder der Beste gewinnen. Dankeschön. So, wie versprochen, eine gute Woche später sitze ich hier im Bürgerbüro von Herrn Dietrich Mohnstadt von den Christdemokraten. Auch er ist natürlich gern bereit, für unsere Jungen und Erstwählerinnen zu sprechen. Und als direkt gewählter Abgeordneter vom Wahlkreis 12 Westmecklenburg uns Rede und Antwort zu stehen. Ich begrüße Sie, Herr Mohnstadt. Herzlichen Dank. Wir würden uns natürlich vor allem interessieren, wie haben Sie Berlin in den letzten 4 Jahren erlebt und warum ist Bundespolitik eigentlich auch für die Region in Mecklenburg so wichtig? Ja, erstmal darf ich sagen, es tut mir leid, dass ich an der Veranstaltung, die Sie durchgeführt haben, in Ludwigslust nicht da sein konnte, weil wir Sitzungswoche in Berlin hatten. Es war, glaube ich, auch der letzte Sitzungstag, wo schwierige Entscheidungen zum Ende der Legislatur dann auch umgesetzt wurden. Ich wäre gerne dabei gewesen, aber es ging nicht. Die oberste Pflicht eines Abgeordneten ist die Kontrolle der Regierung und natürlich auch die Teilnahme an den Abstimmungen. Für den Bereich Westmecklenburg, um Ihre Frage aufzugreifen, haben wir natürlich die Möglichkeit, als Abgeordnete direkt in den Bereich einzuwirken, Infrastrukturmaßnahmen zu motivieren, beispielsweise den zügigen Ausbau
Weiterbau der A14 oder auch der B321, Infrastrukturmaßnahmen in Wasser und Schiene zu motivieren, aber uns auch darum zu kümmern, Politikprogramme auf den Weg zu bringen, die die ärztliche Versorgung auch als eine der wesentlichen Indikatoren für ein lebenswertes Leben im ländlichen Raum zu organisieren. Also man kann schon erheblich Einfluss nehmen auf die Abläufe, wie die Strukturen in Westmecklenburg zukünftig gestaltet werden müssen. Wir müssen überall da ansetzen in Bundespolitik, wo Missstände, wo Fehler aufgetreten sind. Und wir müssen natürlich sehen, dass wir unser Gemeinwesen so weiterentwickeln, dass wir auch in Konkurrenz zu anderen Landkreisen, zu anderen Bundesländern gut aufgestellt sind und die Rahmenbedingungen so setzen, dass wir dort aufholen können. Da ist digitale Infrastruktur zu nennen. Mecklenburg-Vorpommern war in der Lage, fast 1 Milliarde, also ungefähr 900 Millionen Euro zu motivieren, die in den Breitbandausbau gesteckt werden, sodass wir dort aufholen können, auch zu den städtischen Gebieten, die wir haben, dass unsere Unternehmen hier leistungsfähig bleiben, konkurrenzfähig bleiben und damit auch sicherstellen können, dass gerade junge Leute, die wir auch ansprechen wollen, die wir brauchen, die wir im Land haben wollen, hier Lohn und Brot finden, hier ihre Familien ernähren können und nicht, wie das in der Vergangenheit war, abzuwandern. Wir haben Arbeitskräftemangel in Westmecklenburg. Und wenn wir die jungen Leute motivieren können durch eine Infrastruktur, die sie begeistert, die sie hier hält, dass sie hier bleiben, dann haben wir da eine Menge auf den Weg gebracht. Da bemühe ich mich, auch in meinem Wirken in Berlin, durch Mittel, die in den Bereich fließen, zu beizutragen. Wir hoffen, dass uns das gelingen wird. Vielen Dank, Herr Mohnstadt, für diese Einlassung. Herzlichen Dank.